Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker. Bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche, einer anderen großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Starb durch Martin Lees Bombe. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... warum fängst du keinen neuen Entwurf an? Und damit willkommen, lieben Freunde, zum einen neuen epischen Let's Play-Projekt von mir. Und zwar spielen wir heute gemeinsam Marvel Spider-Man 2. Es ist endlich da, Leute. Es ist wirklich endlich da. Das Spiel Spider-Man 2, was wir so ewig lange gewartet haben. Es ist unfassbar, Leute. Ich bin sprachlos. Es ist endlich da. Ich kann es endlich zocken für euch Let's Playen. Weil wir haben so lange für dieses Teil gewartet. Es gab so viele Trailer. Wir haben so viele Analysen gemacht. Und jetzt können wir endlich die weitere Story erfahren. Ich bin wirklich gespannt, weil ich fand auch wirklich die ersten beiden Teile, also Teil 1 und Teil Miles Morales, sage ich jetzt mal, sehr, sehr interessant. Also was heißt interessant? Die waren richtig gut. Und Marvel Spider-Man 2, ich habe so ein richtig geiles Gefühl. Weil wir wissen ja, Venom wird ein großer Teil der Geschichte sein, wie Kraven. Und ich finde jetzt gerade im Hauptmenü, was für ein Anfang. Wir starten direkt mit Harry und ich glaube, das ist jetzt so eine kleine Vorgeschichte. Kann das sein? Ich weiß nicht, ich bin wirklich gespannt. Und ich fand es auch echt cool, dass wir so eine kleine Vorgeschichte haben von den letzten beiden Teilen. Eine kleine Zusammenfassung, was man halt leider verpasst hat. Und falls ihr gerne wissen möchtet, wie ich damals die Teile Let's Played habe, könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung nachschauen, denn dort habe ich euch das Ganze verlinkt. Ja, natürlich spielen wir das auf der PlayStation 5 und eins möchte ich euch noch kurz sagen. Das Ganze spiele ich noch vor dem Release, also vor dem 20. Oktober. Doch ich kann nicht versprechen, ob das noch vor dem 20. Oktober noch online kommt, die erste Folge, weil ich weiß wirklich nicht, wie hart Insomniac oder YouTube generell jetzt stark streng ist bei diesem Spiel, wenn man das vorm Release Let's Playt oder halt das erste Video veröffentlicht, weil... Naja, es gibt so bestimmte Regeln, man kann es auch verstehen. Deswegen bin ich erstmal so vorsichtig. Es kann auch wirklich sein, dass die erste Folge tatsächlich erst am 20. Oktober erscheint. Aber dennoch bin froh, dass ich erst jetzt durchzocken kann. Was heißt durchzocken? Natürlich für euch Let's Playen kann. Und natürlich werden wir auch die 100% machen. Also quasi alle Nebenmissionen, die es gibt, das habe ich euch versprochen. Und ich bin definitiv gehypt, Leute. Definitiv gespannt. Und ich hoffe, wir werden gemeinsam Spaß haben über
dieses geile Spiel zu spielen. Okay, Leute, ich würde sagen, starten wir mit der neuen Story. Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Bin da! Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer! Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Hm? Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einfällt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauche diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werde ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut. Ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Okay, Leute. Geiler Anfang. Extremer geiler Anfang. Hey, ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat sich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den habe ich seit Jahren nicht gesehen.
Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Er wirkte wütend und paranoid, wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann, hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Pass auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neuen Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast sie doch dabei, oder? Kein Kommentar. Meint ihr hier die Netzflügler? Aber krass, Sandman ist am Start. Achtung! Alles okay? Ja! Ja gut, aber Sandman... Wow, Alter, ist der riesig! Alter, ich hab Flashbacks aus Spider-Man 3. Das ist Sandman? MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Okay, Sandy Boy. Wie ist der Plan? Lenk ihn ab! Ich hab ne Idee! Oh, Mist. Etwa immer noch sauer, Marco? Wie wär's mit Yoga? Ist wohl mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee? Hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Musikunterricht, heimliche Gespräche im Lehrerzimmer. Nehmt die Treppe, Leute! Hilfe! Oh Gott! Spider-Man! Eine Lieferung für dich! Heiß und fertig! Bin da! Hab ihn! Lenny Marcos? Ich wünschte, ich könnte das. Was, Moment, er kann Sandknechte herstellen? Krass! Das ist neu! Kein Einzelfall! Sandman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt. Was? Das kann ich? Offensichtlich. Ich brauche dich. Aber ganz ehrlich, sie hätten echt nicht den, in den letzten Trailer nicht Sandman gezeigt. Weil ich habe schon mit Sandman gerechnet. Aber nicht am Anfang. Nicht am Anfang. Wo sind sie? Mr. Parker? Ich hab... Los! Etwas im Auto vergessen! Was war das? Nichts! Ich bin nur... Wow, Spider-Sperrfeuer. Krass. Wow. Alles klar. Greife an und verteidige, um Fähigkeiten wie Spider-Sperrfeuer aufzuladen. Bei voller Aufladung können sie erneut eingesetzt werden. Alles klar. Das klappt? Ich meine... Ich bin gerade auf dem Weg! Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Das klingt nicht so gut. Oh Gott, Sandy ist sauer. Mann, hast du ekligen Mundgeruch? Ottos Forschung hat sich bei den Armen echt ausgezahlt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man die alten Teile gespielt hat, fühlt man sich echt heimisch, wenn man hier die Kombos kennt. Wie geht's von der Schule? Hey, du schwänzt doch nur. Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, das gibt Ärger. Sandman! Ich diesen Namen hasse. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe! Ich will dir helfen. Aber zuerst wird es wehtun. Nicht der nostalgische Typ! Lass mich gehen!
sonst bist du tot. Er hört nicht zu. Wir müssen eins drauflegen. Oh geil, jetzt spiele ich mit Miles weiter. Seine Schulter ist schon nass. Elektrizität mag er dann sicherlich auch nicht so. Du hast es geschnallt. Bam, was sagst du jetzt, Sandy Boy? Das hat gesessen. Aber wir brauchen mehr Wasser. Ich schieß mit Netzen und lad mich auf. Jetzt lasse ich erstmal das Wasser laufen. Er ist betäubt. Jetzt schlag zu. Darf ich ein bisschen Saft haben? Hat hier jemand Wasser bestellt? Alles. Außerdem waren wir vorhin echt auffällig. Die Gartenschule war echt die falsche Wahl. Es ist nur teuer Bett. Alles klar. Wir leben. Peter wusste es gerade echt nicht, dass Genki weiß, dass Spider-Man Peter ist. Krass. Okay, aber erstmal müssen wir hier Sandman besiegen. Jetzt kann ich nah ran. Der miese Gorilla hier. Na komm, was ist los, Sandy Boy? Hast du Sandschmerzen? Besteht hier, weil er aus Sand besteht. 100% Restrisiko! Genau da wollen wir ihn haben! Leute, der Wassertank auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay, danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Ist er immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Vielleicht war ich dazu voreilig. Und er wird definitiv größer. Blätter weiter. Wir sind fast da. Der Wassertank. Spider-Man? Ich wollte nur ein normales Leben. Wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Okay, der berühmte Venom-Schlag, den kennen wir aus dem letzten Teil. Ja, jetzt ist hier Elektro-Spidey unterwegs. Das Gerät aus der Kontrolle! Jetzt kommt mein... Oh, verdammt, ich hab keinen Powerschlag. Was ist passiert? Bin draußen gelandet. Kletter weiter, wir treffen uns auf dem Dach. Der Wassertank ist die einzige Chance. So, Venom-Schlag. Einfach die geilste Kraft. Wow, die können auch noch Sand feuern? Ja gut. Wir können ja fast alles machen. Aber die Gegner sehen auch hier ziemlich krass aus. Also schon geile Designs. Wo bist du, Pete? Komm wieder. Bleib drinnen! Hat wohl zu tun. Ohne diesen Wassertank sind wir morgen noch hier. Ja! Alter, was ist jetzt passiert? Warum habe ich jetzt meine gesamte Lebensenergie verloren? Das ist dein Fokusball. Wenn du einen vollen Fokusball einsetzt, kannst du Heilung durchführen. Fühle deinen Fokusball, indem du angreifst und verteidigst. Alles klar. Immer weiter, Miles. Aber das kennen wir auch noch aus den beiden letzten Teilen. Also,
Klar, vieles ist Neues dazugekommen, aber auch vieles ist hier noch was aus dem letzten Teil gekommen. Das ist doch wirklich! Jetzt ist es zu spät. Wir verstehen, Marco, du wolltest ein ganz normales Leben führen. So, Finisher sind verheerende Angriffe, die mindestens einen vollen Fokusbalken kosten. Bau Fokus auf, indem du Gegner angreifst und ihnen ausweichst. Auch das kennen wir schon. Nichts Neues, aber ziemlich geile Moves. Oder geile Finisher. Warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Stimmt. Ey Marco, warum baust du nicht Sandburgen? Denk mal an die Kinder. Alles okay? Ich bin bei Pete. Ich weiß, ihr seid in allen Nachrichten. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Deckt Genki dich in der Schule? Ja, aber ich habe noch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt an dich. Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Te quiero, mijo. Alter, sie weiß auch, wer Peter ist? Okay, hat mal überhaupt Peter verpetzt oder woher weiß sie das? Interessant. Oh, mies. Jetzt konnten wir nicht den Finisher sehen. Aber das stimmt. Miles Mom ist schon die Beste. Du machst es nur noch schlimmer für dich, Marco! Aber mir ist es nicht egal. Na super, ich habe bestimmt überall hier Sand in meinem Kostüm. Wie man das auch hasst. Sand in den Füßen, wenn man die Schuhe anhat. Ich würde meinen Auftrag lieber darüber schreiben. Damit könnte ich auf jedes College. Oder Spider-Man könnte. Okay, das kann warten mal. Pass auf. Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen. Oh, die Netzflüger. Die Netzflügel. Sie fliegen. Das war's noch nicht. Marco ist am Strand von Pier 4. Wenn er an den ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade. Ich brauche dich sofort, Miles. Ja, ich sehe ihn. Wenn hinter dir ist der Miles! Oh Gott, Steuerung muss ich ja ein bisschen jetzt damit klarkommen. Ich mich eingelassen? Ich mich auch. Beruhige dich, Marco! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Du sorgst dich um sie, aber nicht um mich. Auf Marco wollten sie mich treffen, aber Sandman ignorieren sie nicht. Vereint. Nutze einen vollen Fokusbalken, um entweder eine Heilung oder einen verheerenden Finisher auszuführen. Oh, das ist jetzt neu. Unterreden! Marco,
Markus, Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Pulgurit! Genau wie bei den Minis! 1+! Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn! Ich soll das Blitz treffen? Hältst du das aus? Finden wir's raus! Bro, wie genau willst du einen Blitz umlenken? Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein. Wie auf dem Lehrbuch. Jetzt oder nie, Spider-Man! Auf geht's! Okay, dann beenden wir es jetzt für ein und alle Mal, Sandy Boy. Weil wir diese Stadt beschützen wollen! Ich hab Sand. Überall. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Uns holen? Das Alter macht dich langsam, Sergei. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemerkt. Erbärmlich. Ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Entfach das Feuer. Die große Jagd beginnt.
Die App spinnt. Pete, siehst du das? Eine Sekunde, Mike. Geschafft. Du bist sicher. Ja, hier auch. Hey, Genki? Ich weiß. Die ganze Telekommunikation liegt lahm. Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte. Ich probier mal was. Mach schnell. Direkt vor dem App-Ausfall gab's einen Hilferuf an der Ecke Liberty und Broadway. Bin unterwegs. Okay, Leute, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich auch sagen, damit ist auch jetzt die erste Folge vorbei. So leid es mir auch tut. Ich weiß, es geht extrem spannend weiter, finde ich. Und ich finde es auch echt krass. Wir haben gerade auch Craven gesehen und das war auch genau dieser Trailer, den wir auch zu Gesicht bekommen haben. Nur so ein paar Veränderungen, weil wir kennen ja, Trailer verbergen so nicht alles. Also das heißt, die zeigen jetzt nicht alles. Zum Beispiel, man hat jetzt eine Aufnahme aus Sandman gesehen und in dem Trailer war das gar nicht. Ziemlich krass. Okay, Leute, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Anfang hat mir wirklich sehr grandios gefallen und ich hoffe, ihr seid auch mit Start klar. Ich frage mich natürlich schon mal an euch, wie findet ihr jetzt das Spiel bis jetzt? Also ich, grandios, also ich hab Bock mehr, ich will mehr. Okay, Leute, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr so lange das angeschaut habt. Ich weiß, ich habe die Folge jetzt ein bisschen überzogen, aber naja, kann diesmal vielleicht ein bisschen tatsächlich mehrmals passieren, weil ich weiß ja nicht so genau, wann die perfekte Gelegenheit ist, hier aufzuhören, weil ich das Spiel ja nicht kenne. Okay, ich würde sagen jetzt, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.